Hi, ich bin Robin, ich bin der Macher der Tutorial-App. Das ist eine Videoanleitungs-App, in der ihr euch einzelne Erklärvideos runterladen könnt, um alles Wichtige zu iPhone, iPad und Apple Watch zu lernen. Und ich wurde heute von Gravis eingeladen, um mal ein bisschen was über HomeKit zu erzählen. Was ist denn HomeKit? HomeKit ist eine tolle Plattform von Apple, die es euch ermöglicht, ganz einfach mit einer App im Prinzip eure Lampen, eure Heizung, eure Steckdosen und noch viel, viel mehr zu steuern. Ich zeige euch mal, wie es geht. So, wir haben jetzt hier mal verschiedene Geräte von unterschiedlichen Herstellern. Hier zum Beispiel mal von Philips, das System Hue. Ja, das ist jetzt das Starter-Kit. Das heißt, in diesem Set sind dann im Prinzip drei solche Lampen drin, die man einfach reinschraubt, ja, in die vorhandenen Fassungen. Und dann bekommt ihr noch so eine Bridge dazu. Das ist also dieses Gerät, das ihr dann verbindet mit eurem Netzwerk, also so ein Router oder so ein WLAN-Netzwerk, wie ihr das so kennt, damit das alles funktioniert. Dann haben wir hier noch von einem anderen Hersteller, Elgato, Eve Energy. Da gibt es auch verschiedene Geräte. Das ist jetzt mal nur eins. Und mit dem könnt ihr ganz einfach sozusagen eine Steckdose steuern, also einfach reinstecken die Steckdose, einen Stecker rein und dann könnt ihr ganz einfach per App an- und ausmachen und das misst sogar den Stromverbrauch. Das heißt, ihr bekommt mal so ein bisschen einen Eindruck davon, wie viel Strom eure Geräte verbrauchen. Und hier haben wir auch noch von Philips die Lampe Go heißt die. Die heißt Go, weil man die ganz einfach mitnehmen kann. Ne? Da seht ihr keinen Stecker dran und nichts. Die lädt man also im Prinzip auf, hat eine Batterie und danach kann man die zum Beispiel mit in den Park nehmen oder draußen im Garten damit feiern, ohne ständig eine Steckdose zu suchen. Ja? Ihr könnt die ganzen verschiedenen Geräte dann ganz einfach mit eurem iPhone hier steuern. Das geht sogar mit dem iPad. Und richtig cool ist es eben mit der Apple Watch direkt am Handgelenk. Und das geht nicht nur per Touch-Eingabe, sondern sogar mit ganz einfachen Sprachbefehlen. So, jetzt haben wir alles verkabelt und hier mal ein paar Lampen um mich herum aufgestellt. Und jetzt könnt ihr ganz einfach einzelne Lampen steuern. Schalte Go an. Also ich habe die jetzt Go benannt, ne? Und dann könnt ihr die einzelnen steuern. Ihr könnt aber auch mehrere Lampen gleichzeitig in der Szene steuern. Aktiviere Fernsehen. So, und dann gemütlich zurücklehnen. Siri den Rest machen. Und eine schöne Stimmung zaubern, ne? Wunderbar, ist vielleicht aber doch ein bisschen zu hell für Fernsehen, deswegen justiere ich das nochmal nach. Stelle die Helligkeit in der Wohnung auf 20%. Dann gibt es nochmal ein bisschen so eine dunklere Stimmung, perfekt für den Fernsehabend. Und wenn es dann ein bisschen kalt wird, dann aktiviere ich vielleicht noch den Heizstrahler, da habe ich nämlich dieses Eve Energy an diese Mehrfachsteckerleiste angeschlossen. Aktiviere Heizstrahler. Damit so richtig schön warm wird, da könnt ihr natürlich alle Geräte an diese Steckerleiste anschließen. Ja, wir wollten das jetzt einfach mal demonstrieren, wie das zum Beispiel jetzt hier mit diesem Heizstrahler funktioniert. Viel Spaß beim Einrichten von HomeKit in eurem Zuhause. Ich verabschiede mich jetzt und aktiviere Feierabend. Ciao.